Stefan, Albert Giro ist jetzt auf deiner Liste auch abgehakt. Wie fühlt sich das an? Ja, richtig gut. Muss man, glaube ich, erst realisieren. Aber ja, zum Glück war irgendwie ein bisschen ja, das Glück auf meiner Seite, trotz der Wortwiederholung. Und ja, die Zieleinfahrt in St. Anton ist schwierig. Und wir waren schon eine Gruppe, die sich am Berg geformt hat, was eigentlich schwierig ist beim Alpe Giro, weil es so lange noch rausgeht durch Ischgl, Watznaun und dann wieder darauf. Und da rollt meistens einiges wieder zusammen. Und heute waren wirklich die Bergfahrer unter sich. Und ja, das habe ich ein bisschen zu meinem Wunsch nutzen können am Schluss. Was macht denn für dich jetzt den Alpe Giro besonders? Ja, er hat einen ganz tollen Charakter. Man arbeitet da von Seiten vom Tourismusverband ganz, ganz gut im Marketing. Und er hat so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, weil er einfach nicht so brutal schwer ist. Also das wäre jetzt einem Fahrer wie mir vielleicht lieber, wenn es irgendwo oben am Berg das Ziel wäre. Aber für die breite Masse, für die Hobbyfahrer, ist einfach die Strecke total dankbar, weil viel Windschatten ist und ganz klare Strukturierung zwischen Aufstiegen und Abfahrten. Und bei der breiten Masse, aber meine Leute oder meine Community kommt das extrem gut an. Immer, ja. Was war dein härtester Moment heute? Ja, also das Tempo auf der Silvretta war die ersten 10-15 Minuten am Limit. Wenn wir das durchgefahren wären, wäre es wahrscheinlich knapp geworden für mich. Also es war da eine Spitzengruppe draußen mit 4-5 Leuten. Und der René ist so lange Tempo gefahren, bis die eingeholt waren. Und dann haben wir gerade eine Nuance rausgenommen und das war wahrscheinlich so ein bisschen meine Lebenshaltung. Aber auch von den anderen. Und das ist immer die Gratwanderung. Als Bergfahrer fährt man wirklich all out, hängt alle ab und ist dann alleinig, stirbt im Wind. Oder sagt man sich, okay, ich nehme mir ein bisschen raus, ziehe nur 3-4 Leute mit, die mir helfen. Und das haben wir heute zum Glück gemacht, darum war so schnelle Zeit möglich. Julia, schnellst du beim Alpe Giro und fühlst du dich als Siegerin? Sehr glücklich, hätte ich nicht mit gerechnet. Ich hatte eigentlich nicht so gute Beine und am ersten Berg habe ich gedacht, okay, das wird heute nichts. War eine super Veranstaltung, wir haben die Anstiege total gefallen und ich fand, es war super organisiert. Ja, hat mich sehr gefreut, ich war zum ersten Mal hier. Du hast ja zwei Startkontrahentinnen gehabt, wie war der Rennverlauf? Am ersten Berg war eine von ihnen deutlich schneller, sehr, sehr leicht und in den Abfahrten habe ich sie beeingeholt. Und am Ende waren wir in einer Gruppe zu zweit, dann ist die dritte Gruppe noch aufgerollt, dann waren wir drei Frauen und im Sprint war ich dann ein bisschen schneller.